Ja, sehr gerne. Ich arbeite seit 2013 für den Bayerischen Tischtennisverband als Referentin für den Leistungssport im Nachwuchsbereich, organisiere Lehrgänge, das tägliche Training hier im Leistungszentrum München, kümmere mich um BTTV-Kader, betreue ich auch die Turniere. Bevor ich hier angefangen habe, habe ich 25 Jahre für die ungarische Nationalmannschaft gespielt. Zahlreiche EM-WM-Teilnahme, 5-mal für die Olympischen Spiele habe ich mich qualifiziert und habe ich auch 13 Jahre in der ersten Damen-Bundesliga gespielt in Deutschland. Also ich habe im Ausland nur in Deutschland gespielt. Ich muss sagen, als ich angefangen habe, als Trainerin zu arbeiten, habe ich das ein bisschen anders gesehen, aber ich glaube, da kommt auch später eine Frage. Mein Ziel ist, bei einem Spieler oder einer Spielerin die Entwicklung zu schaffen, also einen langfristigen Plan aufzubauen, wie der Spieler oder die Spielerin sich entwickeln kann. Da muss man mehrere Sachen berücksichtigen. Erstmal die Grundtechnik stabilisieren. Ich glaube, das bleibt für immer eine Aufgabe. Und das Spielsystem zu entwickeln und dazu auch passende Übungen zu finden. Also einerseits diese Stabilisierung, die nie vernachlässigt werden darf, aber auf der anderen Seite, dass der Spieler auch neue Elemente im Spielsystem einbaut, neue Sachen ausprobiert und das versucht auch zu stabilisieren und automatisieren. Wenn ich das Gefühl habe, dass der Spieler sich Gedanken macht, nehme ich die Meinung sehr gerne mit. Und vor allem bei der Planung reden wir das gemeinsam ab. Was sind die kurzfristigen Ziele, was sind die langfristigen Ziele? Steht ein Turnier vor? Gibt es jetzt die nächste Zeit eher eine Regenerationsphase? Also diese Sachen spielen alle eine wichtige Rolle und ich binde die Spieler schon sehr gerne ein. Also wenn die Spieler bereit sind, mitzudenken, dann sehr, sehr gerne. Aber wenn ein Spieler nur sagt, ja, kann ich heute das machen, weil einfach faul ist oder irgendwie, das ist leichter, dann sage ich oft nein. Ich habe mir sehr viele Gedanken über Spielentwicklung gemacht und zusammen mit meinen Trainerkollegen machen wir jetzt die Übungen kürzer. Also ich mache nicht so gerne Übungen über 10 Minuten. Also die Übungen sind kürzer geworden, also Übungsdauer ist einfach kürzer geworden und versuche sehr viel Wert an Aufschlag, Rückschlag, dritte Ball zu legen. Also da früher habe ich sehr viel regelmäßige Übungen gemacht und auch längere Übungen, damit man gut reinkommt und das Gefühl hat, das bleibt weiterhin ein Teil des Trainings. Aber wir haben jetzt die letzte Zeit sehr viel im Bereich kürzere Ballwechsel, Fokussierung auf einzelne Schläge gemacht. Erstmal, das ist der Grund, dass der Ballwechsel im Durchschnitt zwischen 3 und 4 Ballberührungen gibt. Also das ist selten, dass es längere Ballwechsel gibt. Glaube ich nachgewiesen, dass bei den Damen es vielleicht ein Tick länger dauert. Aber das ist sehr rückhandlastig ist momentan im Weltdamentischtennis. Und andere Sache ist, wir sehen immer noch Defizite bei der Eröffnungsball. Deswegen wollen wir das noch bewusster üben. Qualität im Aufschlag, Qualität im Rückschlag und Qualität im dritten Ball nach dem Aufschlag. Also das ist, was wir ein bisschen auch vermissen, als sie zu uns kommen. Also da haben sie wenig, die machen das nicht so bewusst. Ja, die werfen den Ball ein und dann irgendwie schupfen sie zurück oder flippen sie, aber diese bewusst damit mit diesen 2 Berührungen anzufangen, das fehlt. Und das wollen wir das so erziehen, dass sie dann, weil sieht man international, dass sie da wirklich noch Schwierigkeiten haben, die ersten 2 Berührungen und dann sind sie quasi raus. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Also wir haben hier Spieler, die so zu uns gekommen sind, dass sie da die Grundtechnik noch nicht hatten. Wir hatten da noch viel Zeit mit Schlägerhaltung verbracht, Grundstellung, wie Balle, Treffpunkt. Also da waren wirklich viele Baustellen. Aber die Spieler haben sich so entwickelt, dass wir dann auch natürlich die Übungen ändern müssten. Und ich glaube, das ist für einen Trainer oder eine Trainerin eine sehr schöne Aufgabe. Wie verfolgst du die Karriere eines Spielers?
eines Spielers oder einer Spielerin und wie baust du das Training auf im Alltag? Ja, wie bastelst du die Einheiten? Und ich glaube schon, dass wir von regelmäßigen Übungen, wo die Grundtechnikstabilisierung eine wichtige Rolle spielt, musst du dann hinentwickeln, dass sie dann auch komplexe Spielsystem spielen können, also dass sie sich dann anpassen können. Also ich glaube, ist manchmal macht man den Fehler, man kennt den Spieler viel zu lange und dann hast du als 13-Jährige oder 12-Jährige kennengelernt und das sieht natürlich für einen 18-Jährigen, der schon zweite, dritte Bundesliga spielt, ganz anders aus. Mhm. Gut, davon könnte man Lieder singen. Diese Motivation ist teilweise auch für die Trainer schwierig. Und so einen Balance zu finden, die Kinder zu motivieren, ja, das ist halt 8 Uhr und das ist früh und das ist 450. Einheit im Jahr und trotzdem müssen sie wissen, beziehungsweise das ist auch eine Erziehungssache, warum die hier sind und warum machen sie das. Und ich sage immer, wenn 10% von der Trainingseinheit nicht so gut läuft, das ist absolut drin. Ja. Das kann mir keiner erzählen, dass jeder immer 100% im Training gibt. Aber das Ziel wäre, das so einzuschätzen, abzuhacken und dann für die nächste Einheit wieder motiviert dazustehen. Aber dann natürlich als Trainer musst du viel spontan reagieren und auch dich anzupassen. Das ist, wenn ich einen Plan mache und ich sehe, man merkt, dass wie der Spieler in die Halle reinspaziert. Ja, und dann sagst du, okay, ich habe mir andere Übungen vorgestellt, aber ich sehe schlecht geschlafen, schlecht gefrühstückt oder einfach müde, dann passe ich schon die Übungen an. Ich glaube, für einen Anfänger ist, ich fange immer mit der Schlägerhaltung an, also da eine neutrale Schlägerhaltung, möglichst neutrale Schlägerhaltung, dass man dann später das nicht im Weg steht, wenn wir um Spielentwicklung reden, dann die Grundstellung, Grundtechnikelemente immer verbunden mit der Beinarbeit. Also das ist für mich wirklich A und O für die Spielentwicklung, das muss gar nicht kompliziert sein. Also eine Übung von einmal Rückhand, einmal Vorhand kann wunderbar funktionieren. Und dabei kann man immer noch so viele Fehler machen, wenn du siehst, dass die Schlägerhaltung nicht richtig oder Grundstellung ist zu breit, zu eng, steht fast zum Ball. Also ich würde da wirklich eher, ich habe das Motto, einfacher ist manchmal viel besser oder wichtiger. Die sind gerade in Wettkampfphase, also da sind auch einige wichtige internationale Turniere. Die spielen schon am Anfang immer eine Übung regelmäßig mit Beinarbeit, dass sie gut reinkommen. Aber da versuchen wir schon viele Übungen mit Aufschlag, Rückschlag zu machen und vor allem auch Vorwärts- und Rückwärtsbewegung, dass sie dann auch in verschiedene Balllänge und Tempo-Rotation, Platzierung anpassen können. Wir haben eigentlich die Einheit am Freitag, wo die kurz vor dem Spiel, Punktspiel stehen oder vor einem Turnier stehen. Da machen wir grundsätzlich immer so eine Übung kriegen sie von uns und eine Übung dürfen sie selbst wählen. Aber da gibt es immer wieder Einheiten, wo die zum Beispiel zum Schluss entscheiden dürfen, spielen sie ein paar Sätze oder machen sie Aufschlag, Rückschlag oder machen sie noch eine regelmäßige Übung. Oder wir bauen jetzt auch oft Aufschlageinheiten ein, Anfang des Trainings, dann können sie dann auch mitreden, ob sie da kurz sich einspielen wollen oder direkt mit Aufschlag anfangen möchten. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass sie wissen, warum sie das trainieren und ich bin da überhaupt nicht eitel, da anzupassen, wenn der Wunsch vom Spieler da ist und ich sehe, dass dieser Wunsch vernünftig ist. Ich muss ehrlich sagen oder zugeben, ich vermisse ein bisschen diese Zeit, weil wir haben da in Ungarn sehr viele einfache Übungen gemacht. Dadurch haben wir wirklich sehr viele Spieler, spielen immer noch auf ganz hohem Niveau, weil diese Grundsicherheit einfach da ist. Also Grundtechnik, da Eröffnung, auf Unterschnitt, das haben wir so quasi so automatisiert, dass es einfach nicht mehr weggeht. Und dafür braucht man Zeit und viele monotone Einheiten. Und das haben wir besser angenommen als Spieler. Also da war nicht die Frage, ob es mir langweilig ist. Keiner hat dich gefragt und ich habe mich damit auch wenig beschäftigt. Wir haben das einfach gemacht. Das war eine Art Erziehung,
was heutzutage aber aus mehreren Gründen ein bisschen fehlt. Also dieser Fokus auf längere Übungen oder längere Trainingsphasen, dass es teilweise auch monatelang dauert, ist nicht immer da. Und ich glaube, ohne das, dass du dich so fokussierst und Sachen bis zum Kotzen übst teilweise, das ist nicht mehr so da. Und dann ist, ich glaube, darf man sich nicht wundern, wenn das im Spielen auch nicht so leicht funktioniert. Also du musst dich opfern und auch langweilige und lange Einheiten in Kauf zu nehmen, damit du dann später davon profitieren kannst. Also ich als Spielerin spiele sehr gerne regelmäßige Übungen, weil es für mich wichtig ist, dass ich da gut reinkomme, dass ich Ballgefühl habe, dass ich Gefühl für das Geschehen habe. Das kombiniere ich auch sehr, sehr gerne mit so einem Unterschnittaufschlag, damit ich da Vorhanderöffnung üben kann. Zum Beispiel kurzer Aufschlag, Schubball lang in die Vorhand, Eröffnung, ein oder zwei, Rückhand, zweimal Vorhand, sowas. Also so regelmäßig, halb unregelmäßig, was ich überhaupt nicht leiden kann. Da könnte ich als Spielerin auch nicht leiden, also zum Beispiel ganz am Tisch frei. Ich weiß, das ist eine sehr wichtige Übung, aber da hatte ich technische Defizite und da könnte ich das nicht so leicht durchziehen. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, man übt das, was man nicht kann, oder man übt das, was man sehr gut kann. Ich glaube, eine Mischung ist da schon sehr, sehr wichtig. Und die klassische Übung Rückhand mit der Rückhand Vorhand ist auch gut, weil man kann in mehrere Variationen das durchspielen. Ja, spiele ich ein, zwei Rückhand immer mit der ein, zwei Rückhand Vorhand, oder variiere ich da, dass ich aus der Rückhandseite immer umlaufe, spiele ich mit verschiedenem Tempo. Ich glaube, wichtig ist, dass du bei jeder Übung diese Herausforderung findest.